Wow, jetzt habe ich sogar meinen ersten Köcher. Nice job. Heftig, ne? No. Aber ich habe mir vorgenommen, gar nicht erst normale Rüstung aufzunehmen mit dem Typen. Ich auch nicht noch bisher. Finde ich ein bisschen schwachsinnig. Ja, hier ist noch ein bisschen schwachsinnig. Ich will mal halt ein bisschen farmen dann, ne? Ja. Ich darf mal hier gleich irgendwo abkratzen. Jetzt noch nicht, aber später. Na, hoffen wir mal, dass wir gleich gutes ja, eben. Ja, aber hoffen wir mal, dass wir gleich gutes Equip kriegen, dass wir nicht großartig warten müssen oder farmen müssen, bis wir Albtraum spielen können. Aber das sollte eigentlich gehen, oder? Naja, ich will jetzt nicht pessimistisch klingen, ne? Ich hab Schach, aber wir sollten da schon gleich. Aber Albtraum. Na, ich bin mir nicht sicher. Ich habe ein mieses Gefühl. Ich habe schon viele gesehen, die einfach da gescheitert sind. Einfach nur, weil sie unaufmerksam waren. Halt nur einen Fehler dann. Ne? Da muss nur. Weiß nicht, einmal irgendwas nicht stimmen oder ein Leck. Ja, kann alles sein. Hier hinten ist noch ein Schreiberpult. Schreiberpult. Buch noch. Okay, ja, Buch, wir müssen nicht so viel labern. Laber das Spiel. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schaute vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Boah. Ja. Naja, der arme lacht dann einmal, wie er heißt. Ja, lacht. Dana. Oh, hier kommt kein Gold mehr fahren. Haben sie gerade machen? Ja. Ah ja, ist ja auch richtig so, ne? Naja. Das war auf jeden Fall nicht schlecht zum Fahren. Aber da langweilig. Ich meine, wer tut sich freiwillig an, hier stundenlang die Dinger kaputt zu machen? Tja. Ja, aber ernsthaft, das ist doch total. Ja, aber trotzdem, wenn man schon mal was zum Farmen gefunden hat, dann macht es mal gleich weg. Ja, das ist übrigens hier die Stelle, die ich schon mal in der früheren Folge meinte. Hier kommt Leoriks Schwert. Wow, Entertainment. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter! Selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Bäm. Da ledern. Eine harte Würde. Quatsch. Nein, bitte töte mich nicht. So scheinen. So bedrohlich vor allem. Push, push, push. Siehste, die ersten zwei Säulen haben wir schon da, bevor uns diese scheiß Glocke überhaupt halt jetzt erreichen. Ist eigentlich. Ne? Ja! Das ist ein bisschen blöde, dass man einen Albtraum echt nicht gleich irgendwie starten kann oder so. Nur, das wäre wahrscheinlich jemand auch schwierig mit den Items gewesen, denke ich mal, weil. Level 1? Ich weiß nicht, wie du die. Ja, nee, also Level, eine Levelgrenze könnte man ja anbringen oder so. Gibt's da nicht eine Levelgrenze? Keine Ahnung, aber dass du eben halt einstellst, ja, in Albtraum starten, dann spawnst du auf Level, was weiß ich. Ah, okay. Ja, und gut. Ja, keine Ahnung, nur mit den Items wäre das eben halt ein bisschen schwieriger. Ja, kannst mit einem Second Account die Items drüber knallen. Ja, aber selbst da. Dafür musst du ja auch erstmal im Albtraum sein. Genau. Okay, Buch. Ja, Leoriks Tagebuch. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen. Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten, baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Okay.
Ich rede einfach gar nicht mehr. Machst du so schon kaum? Ja, echt mal. Red mal ein bisschen mehr. Mach die ganzen Türen auf. Das zieht. Schreibpult. Lyrik. Ein übler, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der junge Albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen Wohnstätte wohlzufühlen. Vielleicht leide ich einfach nur an einem Ungleichgewicht des Gemüts, hervorgerufen durch den kürzlichen Umgebungswechsel. Jetlag oder was? Oh, ja, Leoric, ne? Leute. Jo. Wollen wir mal, ne? Du warst aber ganz schön flott unterwegs eigentlich, ne? Bei der vierten Folge oder fünften dann, ne? Kommt doch an, wie viel Schnall. Schon hier gestellt, König. Ne? Geht ja echt flott. So, Freunde, hier machen wir mal einen Cut. Nee. Bis zum nächsten. Nee, okay. Wo ist der Support hier? Hör mal. Echt mal, wo ist der Support? Echt mal, wo ist der? Also so als Monk. Klingelst du halt, macht Damage. Schon. Die Mogel im Hintergrund. Kann man die hören? Oh yeah. Also ich leg hier schon mal ein paar Fallen, dass wir dann das Not abbauen können, ne? Das Einzige, was der hat, ist Leben. Wirklich Schaden macht er nicht. Außer wenn man sich treffen lässt. Nicht bei mir. Du nicht sterben hier, ne? Das ist doch ein. Macht doch keiner Schaden. Nix sogar. Ja, nee, aber. Ne? Von dieser einen Ausholattacke da. Naja. Wieso nicht? Schon ein harter Brocken, der Typ. Ja, also ich heule gleich. Ich schaffe ihn nie. Ich bin nicht mal auf Inferno schwer. Nö, ist auch nicht. Also naja. Nö. Der Anfang auf Inferno. Ja, wenn er hier sind, er sich so dreht, ja, okay. Aber. Ja, ich finde der Anfang auf jedem Akt auf Inferno ist echt pappig. Auf der da, die Dreherei dreht das nicht überhaupt? Bitte? Fuck. Wenn mir egal, können wir ein Video nachher schauen. Ne, wir haben so ein komisches Movement gemacht. Den kicken wir da runter, ja. Weg mit dir. Ja. Und kriegen wir überhaupt ein gelbes gleich, was meint ihr? Ja, weil wir ihn zum ersten Mal töten, deswegen. Ja, ich bin da ja noch nicht so von überzeugt. Doch, zwei gelbe Items. Zwei? Ja, garantiert. Ja. Eh nicht. Alter! So, ein Wett abschließen. Oh. Ja, können wir. Und wo kommen? 10 Euro aufstehen. Nein. Okay. Wo, ich Idiot? Wie Idiot? Ich bin fast bereit. Ja, Mats, das ist ja, ich weiß, ich bin gerade gedanklich irgendwie bei Steam. Da kannst du 10 Euro. Wie mit 10 Euro alles machen? Ich mir ja. Ein halbes Spiel kann ich. Ja, okay, oder eins. Ja, viele Spieler. Die gerade 4-3. Obwohl 4-3 ja, unter 10 Euro sind, glaube ich, momentan 16.000 noch was Spiele als Game. Das ist nicht ein gelbes. Ein gelbes. Na doch, jetzt. Scheiße. Haben wir leicht. Oh, nee, 2. Max, nicht schlecht. Tja. Ich habe nur ein gelbes. Ich habe vielleicht einen Schlagring für dich. Ich weiß nicht, ob du den brauchst. Das werden mal zwei Items garantiert, oder haben sie schon geändert? Oh, nee, ist auch. Und der ist nicht schlecht für mich. Eine Stärke. Braucht ihr mal eine Stärke? Oh ja, nee? Nice, danke. Nee, ich brauch keine Stärke. Nee. Gut, wollen wir schon mal weiter. Geil, ich hab Zauberstab! Endlich! Ich hab jetzt sogar schon eine gelbe. Geschicklichkeit braucht Final, also nimm die Schuhe einfach mal. Ich stehe auf Schuhe. Hier, das ist mein neuer Armus. Mensch!
11 Schaden. Heftigst, ne? Ein Auktionshaus. Für echt Geld, 5 Euro oder so. Naja, ich könnte ja auch schon die 12,7 nehmen, die ich habe, aber dafür habe ich eben halt Vitalität und Stärke drauf. Auch wenn die Stärke jetzt gerade nicht so braucht. Let's go, let's go. Speicherpunkt. Hier, die verlassene Kammer. Was ist hier wohl erwartet? Ziemlich verlassen. Oh, guck mal, da unten, da ist jemand. Wer kann das nur sein? Moment. Oh, 4 HP Bonus, geil. Okay. Eitüre, Fremder. Derjenige, der vom Himmel fiel? Ich glaube nicht, dass das Böse an diesem Ort von euch ausgeht. Ich erinnere mich daran zu fallen. Könnt ihr euch erinnern, wer ihr seid? Weshalb seid ihr hier? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist schlecht. Ich sollte euch nach Tristram zurückbringen. Kane wird wissen, was mit euch zu tun ist. Der kann auch nicht in ganzen Sätzen reden, oder? Ja, er ist gerade vom Himmel gefallen. Ich weiß nicht, wie du reden sollst, wenn du gerade vom Himmel fällst. Komm. Bisschen Kopfschmerzen. Ein Video. Ich bin weit gereist, nur um herauszufinden, dass der gefallene Stern ein Mann ist. Wer ist er? Warum ist er gekommen? Er erinnert sich an nichts. Vielleicht hat Kane die Antworten. Ja, vielleicht hat er. Vielleicht würde das. Vielleicht auch nicht. Ich werde ihn Dieter nennen. Welcher Punkt? Dies ist es, was vom Himmel fiel. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. So, wollen wir denn jetzt eben kurz eine Pause machen? Nachrichten. Warte doch mal, denn. Na! Eure Nachricht ist möglicherweise das Einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Yeah. Jetzt können wir eine Pause machen, Chuck. Okay. Gehen wir schnell auf Toilette und ja. So weiter und so fort. Und so fort. Dann macht's mal gut, Leute. Bis dann.